Hallo, ich bin's, die Angie, und ich besuche heute das Unterwasserreich in Schrems. Was macht das Unterwasserreich besonders? Warum sollte man hierher kommen? Ja, wir beschäftigen uns hier im Unterwasserreich mit den Teichen und Mooren des Waldviertels und wir zeigen alle Tiere und Pflanzen, die es da so gibt, live und lebend. Also bei uns sieht man, um jetzt auf die, quasi auf den Teich zu kommen, sieht man beginnend vom Plankton bis über die Insektendarven und die Fische alle Lebewesen der Nahrungskette bis hinauf zum Fischotter, der dann an der Spitze dieser Nahrungskette im Teich steht. Das erfreut man von vielen unterschiedlichen Tieren, aber auch, und das kann man sich schlecht vorstellen, wenn man dem Lastwagen das so zuschaut, schwimmen. Nach auch so ein bisschen heraufklettern zu uns. Beim Lasten ist das keine gute Idee. Da merkt man auch gut, dass Fischotter zu den Aderartigen gehören und entsprechend sehr intelligent sind und auch von ihrem Charakter her alle ganz unterschiedlich sind. Ja, ich war gerade im Unterwasserreich und es war voll lehrreich. Ich habe viel Neues über die Tierwelt in den Teichen und so weiter erfahren. Und ich habe bei einer Führung mitgemacht und war dann bei der Otterschaufütterung. Und ja, die Führung und der Eintritt kosten eben 9 Euro pro Person. Und es wird eben angepasst an die Altersgruppen. Also es gibt spezielle Führungen für Kinder, aber ist auch für Senioren sehr geeignet. Und ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick bekommen. Und ich verabschiede mich jetzt schon wieder von euch. Tschüss!